glaube, in Wetzlar haben wir tatsächlich gezeigt, was in uns steckt. Wir haben wirklich von Anfang an hervorragend 6-0 verteidigt. Das muss natürlich die Basis sein. Das haben wir super gemacht, waren sehr, sehr fokussiert, sehr, sehr konzentriert. Und gefreut hat uns natürlich, ich glaube, es ist uns wirklich so ein Stein vom Herzen gefallen. Auch das Feiern nach dem Derby-Sieg mit den Fans, das war natürlich richtig, richtig schön und so ein Gänsehaut-Moment. Ja, inklusive dem Wetzlar-Spiel hatten wir eine Phase von, ich glaube, 4 Spiele in 10 Tagen oder so. Das heißt, wir haben eigentlich die ganze Zeit durchgearbeitet. Das ist ja dann auch irgendwann mal eine mentale Geschichte. Und das haben wir vor dem Wetzlar-Spiel schon besprochen. Sollten wir das erfolgreich bestreiten, dann war jetzt Samstag, Sonntag frei. Das heißt aber auch, dass wir heute direkt wieder versucht haben, hohe Intensität ins Training zu bekommen. Also wir haben mit Athletiktrainer Florian Sölter am Anfang gearbeitet, haben jetzt auch eigentlich knapp 2 Stunden trainiert, dass man auch sofort wieder in den Rhythmus kommt, den wir brauchen für Donnerstag. Wir sind alle fit, also es gibt immer mal ein paar Wehwehchen, aber sind alle einsatzbereit, Stand heute. Ich kann nur von mir sprechen. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt durch diese Erfolgserlebnisse so einen Appetit bekommen haben auf mehr. Und wir haben uns gefunden und wir müssen jetzt noch mal eine Schippe drauflegen, einfach für die nächsten Wochen. Wir haben, glaube ich, alle gesehen, wie viel Spaß das macht, wenn wir alle mit 100% zusammenarbeiten. Ja, mir geht es immer um uns und die Gegner sind mir eigentlich relativ egal. Sondern wir müssen uns eigentlich steigern, wir müssen eine Abwehr spielen, wo jeder für den anderen geht, wo natürlich die Laufwege klar sind, aber dann natürlich auch mal kompromisslos ausgeholfen werden. Und das war in Wetzlar der Fall. Und das können wir noch verbessern, ganz sicher. Das Tempospiel nach vorne können wir noch verbessern. Also es gibt ganz, ganz viel zu tun. Und da geht es mir nur um uns, dass wir das machen. Und wenn wir unsere Arbeit gut machen, so wie ich mir das vorstelle, dann ist der Gegner auch egal, weil dann werden wir zum hohen Prozentsatz das Spiel auch gewinnen. Nein. Nach dem Gummersbach-Spiel geht es Freitag weiter mit Regeneration, plus ein Samstagtraining dann, weil ich dann auch nach dem Sieg geht es weiter, Spitzenspiel in Kiel, und da muss der Fokus dann sofort wieder drauf gelegt werden. Die ersten Spiele waren immer noch ein paar Plätze frei, dadurch, dass wir uns jetzt sportlich stabilisiert haben, ich glaube auch sehr überzeugende Leistungen gebracht haben. Ich hoffe und gehe davon aus, dass das vom Publikum honoriert wird, und wir wollen uns jetzt ja auch wieder ins obere Drittel bewegen, sage ich mal, was die Tabelle angeht, und ich hoffe auf ein volles Haus, weil das macht einfach unglaublich viel Spaß, dann in einer richtig guten Stimmung, richtig guten Handball zu spielen und danach gemeinsam zu feiern. Liebe Fans, kommt vorbei am Donnerstag. Wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen ein Feuerwerk abbrennen mit eurer Unterstützung. Das macht riesig viel Spaß. Und dann eben auch gemeinsam den nächsten Sieg feiern. Wir haben uns sogar Gedanken gemacht. Neu gibt es jetzt bei uns auch ein Online-Ticket. Das könnt ihr aufs Handy runterladen. Wie das funktioniert, das seht ihr hier. Macht's gut. Bis Donnerstag. Ich freue mich auf euch. Euer Heiko.